Hallo und herzlich willkommen im Wald. So, wir wollen ein bisschen zünseln und zwar habe ich mir überlegt, es wäre doch vielleicht mal ganz lustig, wenn wir mal einen etwas organisierteren Direktvergleich von den drei, sagen wir mal, gängigsten Feuermachmethoden macht. Und zwar Streichhölzer, das ist hier jetzt so ein Ultra-Streichholz, komme ich gleich nachher noch separat zu, dem obligatorischen Feierstil natürlich, zum Beispiel zu finden in diversen Messern, integriert und, das hebe ich jetzt nicht in die Kamera, im stinknormalen Feuerzeug, also die mit Zündstahl, Zündsteinchen und dem Rädchen zum Drehen, nicht die elektronischen, die sind ja im Outdoor-Bereich nicht so beliebt. Ja, und damit muss ich mich jetzt sogar ein wenig beeilen, ich trinke ausnahmsweise sogar mal Wasser, denn sonst ist das Licht weg. Die Sonne steht schon beunruhigend niedrig. So, also, jetzt fangen wir mal an mit den Streichhölzern. Da gibt es zum Beispiel solche hier. Das sind jetzt so stinknormale Supermarktstreichhölzer, sage ich jetzt mal. Da kann es einem dann passieren, dass da mal so eins drin ist. Das kann man dann natürlich gleich entsorgen. Damit kann man nichts anfangen. Sicherheitszündhölzer, habe ich mich inzwischen schlau gemacht, heißen die deswegen, weil sie sich eben nur an einer dafür vorgesehenen Reibefläche entzünden können. Und dann brennt's. Großer Vorteil, ist halt einfach und gibt gleich eine Flamme. Das ist anders als beim Feuerstahl bzw. beim Mischmetallstab, wie auch immer man das Ding jetzt nennen möchte. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Feuerstahl für den Zweck dieses Videos, auch wenn das nicht ganz korrekt ist. Der erzeugt ja nicht direkt eine Flamme, Streichhölzer schon. Streichhölzer haben aber den großen Nachteil, dass man die jeweils nur einmal verwenden kann. Also wenn man jetzt nicht gleich eine riesige Schachtel von den Dingern mitnimmt und bei entsprechendem Wetter und entsprechendem Wind ist so ein stinknormales Streichholz unter Umständen sehr schnell aus. Jetzt gibt es natürlich bei den Rauchern diverse Möglichkeiten, die Dinger möglichst geschützt abbrennen zu lassen, dass man zum Beispiel die Schachtel als Windschutz benutzt und die eigene Hand und dann mit so einer Methode hier hantiert. Also ich habe nie geraucht, deshalb bin ich da nicht so erfahren drin. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit und die nennt sich Sturmzündhölzer. Und ich sehe gerade, ich habe eine Packung erwischt, in der genau noch ein abgebrochenes und zwei ganze drin sind. Das ist ja großartig. Jedenfalls wird es hoffentlich reichen. Ja, für den Demonstrationszwecken. Man sieht, man hat dann also so einen Krängel, der sich dann da langsam runterbrennt. Das brennt dann nicht sehr lange und das Problem ist, bei den Dingern geht die Flamme tendenziell nach Erreichen des Kopfendes ziemlich schnell aus. Also vom Rest vom Stiel hat man meistens nichts. Das hier sind sehr günstige Sturmstreichhölzer, die kann man eigentlich ganz gut bezahlen. Machen wir das zweite, das wir haben, auch noch schnell an und dann ist auch schon wieder Schluss. Und bei beiden Sorten von Streichholz, die ich jetzt gerade gezeigt habe, ist halt ein entscheidender Nachteil, dass man eine Schachtel bzw. eine solche Reibefläche dazu braucht, um die Dinger anzukriegen. Das heißt, man hat dahingehend durchaus Parallelen zum Feuerstahl, wie ich finde, weil, um den zu zünden, braucht man ja bekanntlich irgendeinen scharfkantigen Messerrücken zum Beispiel oder einen sogenannten Striker, der da teilweise mit dranhängt. Ohne, na, man hat es hoffentlich, jetzt hat man es nicht gesehen. Ja, jetzt hat man es gesehen. Ohne das lässt sich mit so einem Ding halt auch wieder schlecht Feuer machen. Also der Stahl an sich, ohne was zum Anreißen, zum Reiben, zum Striken, bringt halt eben nicht viel. Und da würde ich jetzt sagen, das ist ähnlich wie beim Streichholz, weil man halt eine zweite Komponente braucht. Man hat in jedem Fall ein Zwei-Komponenten-System. Man hat das eigentliche Ding, was die Funken bzw. das Feuer erzeugt. Und man hat halt eben noch die Komponente, die man braucht, um das Ganze überhaupt benutzen zu können, nämlich so eine Reibefläche dementsprechend. Jetzt gibt es dafür im Streichholzbereich eine Lösung. Das sind hier solche sogenannten Cowboy-Matches bzw. Überallzünder. Man braucht da dann allerdings jetzt enorm Übung, wenn man die wirklich an verschiedensten Stellen zünden möchte. Es funktioniert natürlich auch auf diesem Stückchen Sandpapier. Das ist einfach so ein bisschen, ja, Sandpapier.
ja, wie Schleifpapier im Prinzip. Und das ist jetzt das, was der Packung beigegeben ist. Und diese speziellen Streichhölzer lassen sich dann da entzünden. Ups. Diese normalen hier, bei denen geht das nicht, weil das sind ja Sicherheitszündhölzer. Und genau das ist diese Sicherheitsfunktion, dass sie sich eben nur an einer speziellen Reibefläche entzünden lassen. An allen anderen Materialien geht es eben nicht. So. Das heißt, hier hätte man jetzt im Prinzip einen guten Kompromiss, weil man nicht zwingend eine Reibefläche braucht. Man kann die auch woanders anreißen mit entsprechender Übung. Übung, auch nochmal so ein wesentlicher Faktor, der meiner Meinung nach beim Firesteel eine große Rolle spielt. Wenn man mit dem Ding nicht schon mal viel rumhantiert hat und dann nicht wirklich ordentlich rumprobiert hat und da eine gewisse Erfahrung sich angeeignet hat, wie man mit dem Ding denn schnell mal was Geeignetes anzündet, dann ist das ein bisschen schwierig. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist ja kein Nachteil. Ich habe ja die Erfahrung, beziehungsweise die kann man sich ja aneignen und dann ist das ja kein Problem mehr. Ich finde, es ist insofern ein Nachteil, weil wenn das Ding mal, wenn man selber verletzt ist, jetzt in irgendeinem beliebigen Notfallszenario, in dem man sich selbst verletzt hat und man möchte jemand anderen dazu kriegen, das Feuer zu machen, oder man kann den anderen das auch gar nicht mehr groß sagen, aber der andere kann noch auf die Ausrüstung, die man selber dabei hat, weil man ja vorbereitet ist, zugreifen. Und dann findet der so ein Ding. Und jetzt hat der keine Ahnung, wie man damit ein Feuer macht und damit hat sich das auch schon erledigt. Wenn man jetzt hingegen irgendwelche Streichhölzer irgendwo in den Klamotten versteckelt hat, dann kann da der andere durchaus was mit anfangen. Können wir jetzt davon, glaube ich, schon durchaus ausgehen, dass jeder Mensch so halbwegs in der Lage ist, ein Streichholz zu bedienen. Gleiches gilt dann natürlich auch wieder für ein Feuerzeug. Auch das kann jeder Depp erstmal bedienen. Da braucht man keine Übung für, da braucht man keine besonderen Fähigkeiten. Also wenn es jetzt wirklich nur um das Erzeugen einer Flamme geht, da ist dann natürlich mit Abstand der Firesteel die komplizierteste Variante. Eben aber nur dann wirklich ein Nachteil, wenn man es halt eben an andere weitergeben muss und wird erst dann zum richtigen Problem, wenn man nicht mehr in der Lage ist zu erklären, wie so ein Ding eigentlich funktioniert. Auch nochmal ein Nachteil vom Firesteel an dieser Stelle ist, im Gegensatz zu Streichhölzern und einem Feuerzeug braucht der in jedem Fall zwei gesunde Hände. Also man kann das jetzt nicht dieses Ding nur mit, keine Ahnung, zwei Fingern festheben und das Messer auch nur mit zwei Fingern festheben und das wird einem dann kaum gelingen, in dieser Konstellation Feuer zu machen. Also zumindest ich kann das dann nicht. Also zwei wirklich vollständig gesunde Hände und es funktioniert auch nicht mit einer Hand. Das ist hoffnungslos. Das brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht weiter vormachen, dass das auf keinen Fall funktionieren wird. Also sicherlich auch ein Punkt für Feuerzeug und Streichhölzer, weil Streichhölzer, Einhandbedienung sieht dann ungefähr so aus. Man legt sich das Ding halt irgendwo hin und macht dann halt diesen hier. Oder legt sich zwischen die Füße, so dass es halt einigermaßen fest sitzt. Aber selbst ich mit meiner Tollpatschigkeit bekomme das dann noch einigermaßen zum Brennen. So. Jetzt nochmal zurück zu den Sturmstreichhölzern. Die hatten wir ja gerade gesehen. Solange dieser lange Schwefelkopf, den die haben, abbrennt, ist das eigentlich fast nicht auszubekommen. Haken, die sind teuer und im Fall von diesen speziellen Ultra-Streichhölzern sind sie sogar sehr teuer, weil es die in Deutschland nicht gibt. Das habe ich mir jetzt tatsächlich aus Amiland schicken lassen. Das sind die UCO Titan Stormproof Matches. Ja, das ist so nach dem, was man so hört. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Deshalb mache ich jetzt dieses Video mehr oder weniger, beziehungsweise bin mit denen schon ein wenig am Experimentieren. Ist das so das Nonplusultra-Streichhölzer? Streichholz, wo man mit einem Streichholz quasi ein Feuer garantiert hat. So heißt es. Da kann man sich auch viele andere schöne Dinge selber basteln. Aber
Ja, gut, es gibt sie. Und die haben einen Vorteil, den man sich nicht selber basteln kann. Die brennen nämlich auch dann weiter, wenn sie während des Brennvorgangs unter Wasser gehalten werden. Das kann ich jetzt gerade aktuell nicht vormachen, mal bei anderer Gelegenheit mal noch. Und die brennen ziemlich lange. Also tatsächlich muss man schon ein sehr großer Depp sein, was das Feuermachen angeht. Wenn man so ein Ding hat und eine Reibefläche hat, das ist der Nachteil, das sind keine Überallzünder, die brauchen auch eine Reibefläche, dann hat man eigentlich sehr gute Chancen, damit ein Feuer anzubekommen. Und ja, das ist also quasi so ein Mittelding aus Wunderkerze und Streichholz, wie man hier sieht, und brennt halt tatsächlich doch mit ordentlicher Flammenbildung, extrem viel Rauchbildung, der auch wirklich nicht gut riecht, den sollte man nach Möglichkeit nicht einatmen, und brennt dann wirklich aber ziemlich lange auch. Also der Rauch ist wirklich ein Problem. Für Indoor-Anwendungen sind die damit also auch nicht so unbedingt geeignet. Und auch hier wieder der Haken, wenn das Ding mal ausgebrannt ist, muss es schon absolut windstill sein und man muss es schon so vernünftig in der Hand halten, damit der Stiel überhaupt noch weiter brennt. Bei den meisten Anwendungen für so ein Streichholz wird der Stiel dann nicht großartig noch weiter brennen und nur der Schwefelkopf abbrennen. Aber wenn die halt mal an sind, was nicht besonders schwierig ist, dann sind sie an und die sind wirklich mit, außer Ersticken im Sand, mit keiner Macht der Welt dann auszubekommen. Also das, was wir hier jetzt gerade gesehen haben, ist quasi garantiertes Feuer, garantierte Flammenbildung. Und genauso wie beim Feuerstahl funktioniert das mit diesen Streichhölzern bei jeder Temperatur. Denn das ist ein Nachteil, der bei Feuerzeugen auftreten kann. Wenn es kalt genug ist, funktionieren die nämlich irgendwann nicht mehr. So 10, minus 10, minus 15, irgendwo so da dazwischen liegt dann die Grenze, wo das mit Feuerzeugen sehr schwierig werden kann, weil das Gas einfach zu kalt ist. Was man dann tun kann, ist das Ding halt wirklich quasi ganz nah am Körper tragen und warten, bis es wieder warm geworden ist, dann funktioniert es wieder. Was man ebenfalls tun kann, wenn das Ding mal nass geworden ist, ist es ganz nah am Körper tragen und warten, bis es getrocknet ist, dann funktioniert es irgendwann wieder. Das ist also ein, ja sagen wir mal, generelles Problem mit dem Feuerzeug. Dass es noch von diesen genannten Dingen eigentlich quasi am empfindlichsten ist. Jetzt kann man sagen, Streichhölzer sind aber auch super, super empfindlich. Die lassen sich dann aber doch wirklich mit geringem Aufwand super gut verpacken. Zum Beispiel hier habe ich jetzt ein paar so einvakuumiert mit kleiner Reibefläche. Und mit diesem Päckchen, wenn man das dabei hat, dann ist eigentlich auszuschließen, dass das jetzt in irgendeiner Form noch nass wird. Also dass das jetzt aus welchem Grund auch immer undicht wird, also das ist jetzt so unrealistisch, da würde ich schon sagen, da kann man eigentlich quasi davon ausgehen, dass da nichts passieren kann. Im Übrigen die Streichhölzer hier selber, die sind durchaus wasserfest, die kannst du ruhig eine Weile ins Wasser schmeißen und die brennen danach immer noch. Wie gesagt, die brennen sogar unter Wasser, nur dass da keine Flamme sichtbar ist, aber im Prinzip brennen sie weiter. Ich weiß nicht, was für krasse Chemikalien hier verwendet worden sind, wahrscheinlich Phosphor und Magnesium unter anderem, aber die sind schon wirklich übel, deshalb auch der beißende Gestank und die krasse Rauchentwicklung wahrscheinlich. Ja, also so ein Päckchen kann man, finde ich, schon sagen, dass das von der Robustheit, von der Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente mit so einem Firesteel vergleichbar ist. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, gut, den muss man nicht extra großartig verpacken. Der, und das ist so das große, große, große Plus von dem Ding, der funktioniert tatsächlich bei jeder x-beliebigen Klima- und Wetterbedingung. Das ist halt schon was Schönes, ne? Außerdem hat der quasi kein Verfallsdatum, der hebt ewig. Streichhölzer, naja, die heben sehr, 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 sehr lange. Da kann man locker mal mit 30 Jahren rechnen. Länger kann, aber länger muss nicht. Das ist halt dann der Knackpunkt. Das Ding hier, das kann nicht von alleine schlecht werden, verderben in Anführungszeichen. Ein Feuerzeug, da verliert sich dann nach und nach irgendwann mal das Gas. Ich weiß, es ist ein sehr billiges Feuerzeug. Ich hatte gerade auf die Schnelle nichts anderes zur Hand, aber ich muss ja niemandem mein Feuerzeug zeigen.
Das kann auf die Dauer dann irgendwann ausgasen. Jetzt muss man allerdings sagen, bei diesen Rädchenfeuerzeugen hat man auch eine Sekundäroption, um Feuer zu machen. Also selbst wenn das Gas alle ist, dann kann man mit diesem Funken hier durchaus auch noch einen sehr leicht entflammbaren Sunder damit anzünden. Das geht dann also auch noch. Klassiker wären zum Beispiel ein aufgerautes Taschentuch. Das kann man ziemlich oft sehen auf YouTube. Habe ich selber auch schon mal hinbekommen. Oder halt eben einen ähnlichen Zunder, wie man ihn auch für den Firesteel verwendet. Ein sehr guter dann allerdings. Dass man bei der Verwendung vom Firesteel einen Zunder zwingend benötigt, ist natürlich jetzt auch wieder so ein Faktor, der jetzt bei den anderen beiden Sachen halt nicht gegeben ist. Weil die erzeugen beide quasi sofort instant eine Flamme und nicht erst Funken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ist ja egal, dann nehme ich einfach noch einen Zunder zusätzlich mit zu dem Ding. Dann muss man sagen, es ist ein Dreiteilsystem, weil man braucht einen Striker und einen Zunder und einen Firesteel. Ist an sich jetzt erstmal kein großes Problem, aber wenn man ein Mensch ist wie ich, dann kann es einem schon mal passieren, dass man eins dieser drei Dinge vergisst. Das ist ähnlich wie mit meiner Kamera. Die braucht die Kamera selber, die braucht eine Speicherkarte und einen Akku. Und eins dieser drei Teile vergesse ich mal sehr gerne irgendwo. Und ja, deswegen finde ich gerade so für als Notreserve zum Feuermachen, als das universelle Feuermachtool für Outdoor, ist das wirklich ein Punkt, der fürs Feuerzeug spricht, finde ich. Nicht, dass es dieses universelle Outdoor-Feuermachtool ist. Ich habe nur gesagt, es wäre ein Punkt, der dann fürs Feuerzeug spräche. Ne? Ihr müsst euch selber eine Meinung bilden. Ich sage jetzt hier nicht, das eine ist besser als das andere. Ich bringe jetzt hier nur mal ein paar Argumente und so meine Überlegungen mal ein wenig dar. Weil man hat halt sofort die Flamme. Und es ist ein Gegenstand und man kann davon nichts verlieren. Man braucht da nicht noch eine zusätzliche Komponente. Bei Streichhölzern schon. Klar kann man relativ einfach Reibefläche und Streichhölzer zusammenpacken und dann hat man es als ein Beutelchen. Das kann man aber auch eben mit dem Firesteel machen, dass man sich dann noch so einen kleinen Striker eben mit so einem kleinen Schnürchen hinten dran hängt. Das ist ja bei den meisten gängigen Dingern jetzt natürlich nicht die Messervariante, die noch einen zusätzlichen Striker wäre ja Blödsinn. Und gerade hier so die Lösung im Messer, da hat man ja dann automatisch immer den Striker dabei. Es gibt ja auch noch so tolle Messer mit einem hohlen Griff, wo man dann sowas reinstecken kann und noch zusätzlich noch ein bisschen Zunder reinpacken. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Möglichkeit. Das ist wieder ein Vorteil vom Firesteel, weil dadurch, dass diese Dinger dann doch theoretisch beliebig klein sind, kann man die halt wunderbar in irgendwelche anderen Gegenstände integrieren. Ein Feuerzeug noch zusätzlich irgendwo reinstecken, schwierig. Einzelne Streichhölzer, ja gut, kleine vielleicht. Diese riesigen Oschi-Dinger hier, schon wieder schwierig. Aber klar, mit kleineren Streichhölzern geht's. Also ich würde sagen, bei Streichhölzern, es geht, die irgendwie klein, leicht irgendwo verpackbar, zum Beispiel in einen Hut stecken, in den Gürtel. Es gibt ja so Gürtel mit so kleinen Geheimfächern. Aber ein Feuerstahl, der lässt sich sogar in die Schnürsenkel integrieren. Ich habe mal welche geschenkt bekommen, ich habe sie jetzt leider nicht dabei. Schnürsenkel mit am Ende halt jeweils integriertem Feuerstahl drin. Das ist also auch schon ziemlich genial und so hat man halt wirklich dann eben die Möglichkeit, auf kleinstem Raum immer irgendein Tool zum Feuermachen zu verpacken. Ich habe ja auch hier im Hut einen kleinen Firesteel versteckelt. Leider ist der Striker auf der anderen Seite hier wirklich der größte Mist, den es gibt. Damit dem ist es saumäßig schwierig, da Funken hinzukriegen. Da geht es noch erheblich besser. Also in einer Notsituation würde ich mir hier die Dinger rausbrechen. Die hier. Damit ich da dann freien Zugriff drauf habe und das dann auch mit dem Messermückenrücken bearbeiten. Dann funktioniert es mit Sicherheit. Mit diesem kleinen Futzelstriker hier ist das schon wieder schwierig. Aber ja, also es geht wirklich auf kleinstem Raum eben so einen Firesteel unterzubringen. Man kann dadurch so einen wirklich quasi immer dabei haben. Also solange man seinen Hut auf hat. Und das ist ja immer. Außer beim Duschen. So, was haben wir noch nicht angesprochen? Firesteel hat noch den Nachteil, dass der halt nicht alles anzünden kann, sondern eben nur einen geeigneten Zunder. Jetzt gibt es zwar gefühlte Tausende von Dingen, die potenziell als Zunder verwendbar sind, aber was man zum Beispiel damit nicht kann, ist eine Kerze anzünden oder ein Esbit-Würfel. Also Esbit ist der Erich Schumms Trockenbrennstoff in Tablettenform, ne? Kennt man. Und das ist so ein bisschen
für mich persönlich was, was mir hin und wieder ein bisschen auf den Keks geht. Weil, mal angenommen, man befindet sich halt gerade mal nicht im Wald, sondern in irgendeinem sogenannten urbanen Survival-Umfeld. Ne? Also meinetwegen schleicht man halt in irgendeiner verlassenen Stadt, meinetwegen Pripyat, rum. Pripyat ist die Stadt in der Zone von Tschernobyl. Ne? Tschernobyl oder wie auch immer man das korrekt ausspricht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß, dass die Stadt Pripyat ausgesprochen wird und ganz seltsam geschrieben. Aber immerhin das habe ich inzwischen gelernt. Ob das jetzt Tschernobyl oder Tschernobyl oder wie auch immer genau ausgesprochen, na, egal. Jedenfalls nehmen wir halt einfach mal so ein Szenario an, dass man sich in so einer verlassenen, doch eher urbanen Gegend herumtreibt und man kommt in irgendeine Hütte oder man ist auf Wanderung und kommt dann in irgendeine Hütte im Wald und dann möchte man da gerne eine Kerze, die man da findet, was nun wirklich nicht unrealistisch ist, die liegen da gerne mal rum, anzünden. Dann muss man, wenn man nur einen Feuerstiel dabei hat, quasi wieder rausgehen, es sei denn, man hat schon extra Zunder dabei, draußen seinen Zunder entzünden, weil man den vielleicht nicht mitten in der Hütte auf der Tischplatte anzünden möchte oder in irgendeinem anderen Haus auf der Tischplatte anzünden möchte. Sollte man einfach aus Sicherheitsgründen sein lassen, sowas. Und dann an der da dann entstehenden Flamme kann man dann unter Umständen die Kerze entzünden, was dann auch schon teilweise schwierig genug sein kann, wenn es eine riesengroße Flamme ist, dass man sich da dann wieder nicht verbrennt und so weiter und so fort. Ne? Mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz kann man zum Beispiel eine Kerze ganz wunderbar einfach anzünden, weil sie halt sofort direkt eine Flamme erzeugen. Das ist schon ein Vorteil. Oder auch an Silvester, wenn der geneigte Bushcrafter an Silvester dann rausgeht und es vielleicht die Kinder dabei hat und so weiter und sich denkt, ha, ich habe meinen Feuerstiel dabei, jetzt kann ich Feuerwerk machen. Nein, kannst du nicht. Beziehungsweise kannst du vielleicht eventuell, aber man kann sich schon beim Rakete anzünden ja schon wunderbar mit einem Feuerzeug die Finger verbrennen, wenn man dann die Zündschnur da anzündet. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Mit einem Feuerstil würde ich das wirklich nicht versuchen wollen. Außerdem wird es ein bisschen peinlich, wenn man das bei jeder Rakete dann machen muss. Das ist was anderes, wenn man nur noch mit diesen blöden, langweiligen Batterien da arbeitet. Ich persönlich finde die von daher langweilig, weil bei mir beim Feuerwerkeln immer das Spannendste war, die einzelnen Sachen jeweils anzuzünden. Deswegen nur einmal zünden und 6000 Schuss ist für mich persönlich zwar spektakulär im Effekt, aber langweilig fürs Anzünden. Und ums Anzünden ging es mir immer. ja, wie dem aber auch sei, es ist sicherlich auch nochmal was, was man halt erwähnen möchte, sollte. Weiterer Nachteil bzw. Vorteil von Streichholz und Feuerzeug und Nachteil vom Feuerstil ist, Streichhölzer und Feuerzeuge sind auch eine Lichtquelle. Wenn man jetzt also plötzlich irgendwo Dunkles ist und man hat ein Feuerzeug dabei, probiert es mal aus, habt ihr auch sicherlich schon im dunklen Besenkämmerchen mit dem Feuerzeug einmal Licht machen, das reicht auf jeden Fall, um ja, sich ganz langsam vorsichtig fortbewegen zu können oder halt mal irgendwo was zu suchen in irgendeinem dunklen Raum, wo man zum Beispiel die Türklingel nicht, den Lichtschalter nicht findet. Da wäre dann so eine kleine Lichtquelle wie ein Feuerzeug eben durchaus nicht schlecht.